Hallo liebe Zuschauer und hi an die treuen Abonnenten. Diejenigen unter euch, die mich auf Facebook unter facebook.com/nunteste ich verfolgen, wissen, dass ich im Urlaub bin. Dennoch lasse ich euch nicht im Stich und präsentiere euch Trailer Park mit Crack Street Boys 3. Unten findet ihr die Links, kauft darüber, unterstützt Trailer Park und natürlich auch mich und zu guter Letzt müsst ihr das Video noch auf Facebook teilen. Vielen Dank. Wie von Amazon gewöhnt, befindet sich das Album in einer Folie. Die müssen wir natürlich entfernen, um das Prachtstück freizulegen. So sieht die Vorderseite aus. Das Design ist genauso wie die Jungs von Trailer Park. Crazy und bescheuert. Auf der linken und rechten Seite befindet sich der Trailer Park Schriftzug. Oberhalb sehen wir noch einmal das Logo, unten ist nur ein Barcode zu sehen. Die Rückseite ist nicht bedruckt. Das FSK 16 Logo ist wie bei der Kollega Kingbox aufgedruckt und lässt sich nicht entfernen. Ich mag eventuell etwas penibel sein, dennoch stört das FSK 16 Logo den Gesamteindruck. Dafür bietet die Box genügend Platz. Mit dabei ist ein Poster, ein T-Shirt in Größe L, die Crack Street Boys 3 Piano Edition, eine Trailer Park DVD, das Album an sich und ein paar Utensilien zum Kiffen. Als erstes zeige ich euch die CD. Die Vorderseite passt zum Design der Box. Auf der Rückseite sind alle Songs aufgelistet. Das Design ist etwas verrückt gestaltet und passt sehr gut. Hier siehst du die CD. Und hier das passende Booklet. Das Design geht unter der CD weiter. Hier ein kleiner Einblick in das Booklet, was meiner Meinung nach sehr gelungen ist. Das Design der Piano-Version passt sehr gut. Hier seht ihr die Vorderseite und hier die Rückseite. Die CD in der Hülle ist einer Schallplatte nachempfunden und gefällt mir sehr gut. Das Poster ist ziemlich groß und bietet sehr starke Farben. Die Qualität an sich ist sehr gut. Die Rückseite ist übrigens weiß. Auf die DVD freue ich mich am meisten. Ich habe schon einige Promo-Ausschnitte auf YouTube gesehen und fand sie genial. Hier seht ihr die Vorderseite und hier die Rückseite. Ein sehr schönes Design. Im Inneren der Hülle befindet sich diese DVD. An was haben die Jungs von Trailer Park gedacht? Richtig, an uns Kiffer. Mit dabei ist dieses kleine Starter-Set. Mir gefällt der Spruch auf der Vorderseite sehr gut. Ich kenne mich mit Gras nicht aus und kann euch auch nicht sagen, dass es sich hier um Filtertipps und Papers handelt. Zuletzt kommt dieses weiße T-Shirt mit Trailer Park Schriftzug. Der Druck ist sauber und kräftig gestaltet. Das T-Shirt an sich bietet eine hochwertige Qualität. Der Stoff ist ungewöhnlich dick und fühlt sich sehr gut an. So meine Freunde, das war's auch schon wieder. Es kommt noch das Curse, Summer Jam und Echo Fresh Unboxing, nach denen ihr fast täglich fragt. Denkt an die baldige CCN3 Verlosung. Unten findet ihr den Link zum Produkt, also kauft das Album. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war wieder euer Chris und bis zum nächsten Video.